Insbesondere in Deutschland ist das Automobil wesentlich mehr als nur ein Fortbewegungsmittel. Es ist ein ständiger Begleiter und ein treuer Freund, aber für viele vor allem auch ein Statussymbol. So gibt es einige, die sich für viel Geld ein teures Auto leasen, nur um es nach einem oder zwei Jahren wieder abgeben zu müssen. Und damit ihr genau das nicht machen müsst, habe ich für euch heute 9 verhältnismäßig günstige Autos, die euch für wenig Geld reich erscheinen lassen. Platz Nummer 9, ein 2007er Nissan 350Z für 7000 Euro. Ein zweisitziger Sportwagen, der von 2002 bis 2009 als Coupé und von 2004 bis 2009 als Roadster produziert wurde. Es ist die fünfte Generation der Z-Car-Linie von Nissan. Der 2007er 350Z bekam unter anderem einen neuen Motor, wie der Vorgänger ein V8, welcher allerdings nun 306 PS und maximal 7500 Umdrehungen pro Minute liefert. Die Motorhaube wurde außerdem mit einer neuen Designlinie versehen, um die ursprüngliche 240Z nachzuahmen, und Bluetooth gehört nun zur Standardausstattung. Der 350Z ist definitiv ein Hingucker und man kann mit ihm für günstiges Geld ein Auto erwerben, das wesentlich jünger als sein tatsächliches Alter aussieht. Es gibt mehrere 350Z auf mobile.de und ähnlichen Websites, wobei die Roadster aus dem Jahre 2007 zwischen 7000 und 10000 Euro kosten. Platz Nummer 8, ein 1985er Rolls-Royce Silver Spirit ab 15.000 Euro. Für die meisten wirkt es wohl ziemlich unwahrscheinlich, dass man pleite sein kann und immer noch einen Rolls-Royce besitzt. Ein gutes Beispiel dafür, dass das aber sehr gut möglich sein kann, ist der 85er Silver Spirit, ein elegantes Schlachtschiff von einem Luxusfahrzeug, das von 1980 bis 1999 hergestellt wurde. Zur gleichen Zeit wurde auch eine Version des Wagens mit langem Radstand namens Silver Spur hergestellt, die als erste das motorisiert einziehbare Spirit of Ecstasy Haubenornament aufwies. Der Silver Spirit der ersten Generation mit dem Namen Mark I wurde zwischen 1980 und 1989 hergestellt. Er schaukelte einen 6,75 Liter V8 Motor und ein Dreigang-Automatikgetriebe. Es ist ein Auto, das bis heute Klasse ausstrahlt, und man kann es für einen relativ niedrigen Preis bekommen, und zwar bei mobile.de bereits für ab 15.000 Euro. Platz Nummer 7, ein 1982er Mercedes-Benz 280 SL ab 15.000 Euro. Die SL-Klasse von Mercedes-Benz ist ein wahres Urgestein. Bereits seit 1954 besteht sie. SL steht je nach Meinung für entweder sportleicht oder superleicht, wobei das ursprüngliche Konzept des Autos das eines abgeschwächten Grand Prix-Autos ist, das für High-End-Leistungsenthusiasten in der Nachkriegswirtschaft der Vereinigten Staaten maßgeschneidert wurde. Obwohl es die SL-Klasse, die 6 Generationen und mehrere Karosseriestile umfasst, seit bereits 65 Jahren gibt, konzentriere ich mich auf die eine, die dich reich macht, ohne das Portemonnaie zu sprengen, ein 1982er R107 Modell. Dieser SL der dritten Generation sieht heute noch edler aus als damals. Die Zahl in 280 SL bezieht sich auf den Hubraum des Motors, ein 2,8 Liter Straight Six. Die Preise für den 280 SL schwanken stark. Für 85.000 Euro kann man derzeit auf mobile.de ein 69er Modell finden. Oder aber für Sparfüchse eine 82er Version für nur 15.000 Euro. Platz Nummer 6, ein 2000er BMW M5 für 20.000 Euro. Der BMW M5 ist eine Sportlimousine aus der 5er-Reihe des bayerischen Automobilherstellers. Die erste Version des M5 wurde 1985 von Hand mit einem getunten M1-Motor gebaut und war damit die zu dieser Zeit schnellste Serienlimousine. Diese Autos werden auch heute noch produziert, nur mit einem anderen Blick auf das Design, aber mit derselben Philosophie. Der E39 M5 stammt aus der dritten Generation, die von 1998 bis 2003 in Produktion war. Mit einem S62 V8 Motor mit 394 PS und einem 6-Gang-Schaltgetriebe wurde die Leistung zur vorherigen Generation nochmal deutlich gesteigert. Die meisten BMWs dieses Modells kosten über 30.000 Euro, aber bei mobile.de gibt es einige, die für 20.000 zu haben sind, und noch weniger, wenn ihr mit einem höheren Kilometerstand leben könnt. Platz Nummer 5, ein 2005er Maserati Spyder für 20.000 Euro. Eine weitere Marke, die für ihre klassischen Sportwagen und Limousinen bekannt ist. Der italienische Autohersteller Maserati produzierte den Spyder von 2001 bis 2007, bevor er durch den Gran Turismo ersetzt wurde. Er kommt sowohl in Viersitzer-Coupé und Zweisitzer-Roadster-Versionen und beide wurden nach dem 3200 GT modelliert. Der Spyder ist auch allgemein als der 4200 GT bekannt. Der italienische Designer Giorgetto Giugiaro hat dieses Auto sowie den Maserati Ghibli und den Supersportwagen Maserati Bora von 1971 entworfen, was bedeutet, dass hier Qualität auf dem Programm steht. Das Auto kostet zwischen 20.000 und 40.000, je nach Laufleistung, und mit viel Glück kann auch schon mal einer für unter 18.000 geschossen werden. Komplett mit allen Annehmlichkeiten, einschließlich eines 4,2 Liter V8 Motors.
Platz Nummer 4, ein 2002er Bentley Arnage mit 23.000 Euro. Yup, Bentley taucht ein zweites Mal auf meiner Liste auf. Eine Marke, von der viele vielleicht geglaubt haben, dass sie überhaupt nicht auftauchen würde. Diesmal aber mit dem Arnage. Der Arnage ist ein großes Luxusfahrzeug, das von 1998 bis 2009 in Produktion war. Damals war dies neben dem Silver Seraph eines von zwei Autos, die mit den ersten neuen Designs des Unternehmens seit 1980 versehen waren. Der Arnage wurde außerdem von einem neuen Motor angetrieben. Statt des typischen 6,75 Liter V8 der Vergangenheit erhielt dieser ein 4,4 Liter Doppelturbo BMW V8. Für einen kurzen, aber glorreichen Moment der Geschichte war dies die schnellste und leistungsstärkste viertürige Limousine der Welt mit 354 PS. Obwohl die Preise für einen Arnage zwischen 25.000 und 50.000 schwanken und sogar noch höher liegen können, habe ich auf Mobile ein schwarzes Modell aus dem Jahre 2002 mit nur 150.000 Kilometer und neuem TÜV für 23.000 Euro gefunden. Platz Nummer 3, ein 2005er Lotus Elise für 24.000 Euro. Mit diesem Auto sieht man wirklich reich aus. Der Lotus Elise sieht zwar aus wie ein Supersportwagen, ist aber preisgünstig. Der Elise ist ein zweisitziger Roadster mit Mittelmotor, der erstmals 1996 gebaut wurde. Die ersten Modelle wurden mit Glasfaserkörpern auf einem geklebten Aluminiumchassis von Hand gefertigt, um Gewicht und Produktionskosten zu sparen. Der erste Roadster war in der Lage, eine Höchstgeschwindigkeit von 240 km/h zu erreichen. Aber das Modell von 2005 ist wohl noch schneller. Und es war die erste Elise, die in den USA kommerziell verkauft wurde. Diese schnellen Roadster waren mit einem 1,8 Liter Toyota Motor ausgestattet, hatten eine relativ geringe Leistung, bewegten sich aber dennoch verhältnismäßig schnell. Die meisten gut motorisierten 2005er Modelle kosten 30.000 Euro und mehr. Aber ich habe bei mobile.de ein Modell gefunden, das nur knapp 22.000 Euro kostet und nur 26.000 Kilometer gelaufen ist. Platz Nummer 2, der 2013er Jaguar XJL Portfolio mit 29.000 Euro. Jaguar XJ ist der Name einer seit 1968 vom britischen Autobauer hergestellten Luxuslimousinenreihe. Seit 1970 ist der XJ das Flaggschiff der Marke und die Originalversion war die letzte Jaguar Limousine von Sir William Lyons, dem Gründer von Jaguar. Das 68er Modell hatte verschiedene hochkarätige Auftritte in Film und Fernsehen, aber wir sprechen hier von einem neueren Modell, einem X351. Das es erst seit 2009 gibt. Es wurde 2009 von Jay Leno in London vorgestellt. Es ist ein längeres und breiteres Auto als seine Vorgänger, hat jedoch kleinere Scheinwerfer und einen quadratischen Kühlergrill. Das Modell aus dem Jahre 2014 hatte ein geringfügiges Facelifting, mit verbesserter Federung und Rücksitzbank und kleineren kosmetischen Änderungen. Aber es wurde immer noch von einem 5,0 Liter 385 PS V8 angetrieben. Überraschenderweise findet man ein gebrauchtes Modell aus dem Jahre 2014 auf mobile.de für 28.900 Euro. Kommen wir zu Platz Nummer 1 und damit zu unserem Gewinner unter den Autos, die einen für verhältnismäßig wenig Geld reich wirken lassen. Platz Nummer 1, ein 2001er Porsche 911er mit 35.000 Euro. Wer hätte gedacht, dass es möglich ist, ein Porsche 911er für kleines Geld zu bekommen? Diese leistungsstarken Sportwagen mit Heckmotor sind seit 1963 erhältlich. Und neben dem Porsche Boxster der Inbegriff der Marke. Diese Autos sind Kultfavoriten für Tuner und bei Rennen, Rallyes und anderen Wettbewerben. Der 911er wurde 1999 in einer internationalen Umfrage zum Auto des Jahrhunderts gekürt. Es ist eines der ältesten Sportcoupés, das der Zeit noch produziert wird. Und eines kann euch gehören, wenn ihr genau hinseht. Das Turbo S Cabriolet wurde im Jahr 2001 eingeführt. Es hat mehr Leistung als ein traditioneller Turbo und kommt in 3,91 Sekunden auf 100 und hat eine Höchstgeschwindigkeit von satten 304 km/h. Andere ältere 911er sind teilweise für weniger erhältlich, aber dieser mit 320 PS, 64.000 km Laufleistung und Schaltgetriebe lag bei 35.000 Euro. Was ist denn dein Lieblingsauto? Welches ist dein Favorit, was Preis und Leistung angeht? Lass es mich gerne unten in den Kommentaren wissen und wenn dir das Video gefallen hat und du mehr zum Thema hören möchtest, gerne auch einen Like und ein Abo da. Bis dann, Freunde, macht's gut, gute Fahrt, wir sehen uns.